Ja, hallo. Ja, heute möchte ich mal etwas ganz Besonderes zeigen. Etwas relativ, aber sehr Teures und Edles. Und zwar eine Melitta Amano Handbrühgarnitur. Ich möchte dir einfach jetzt mal zeigen, wie die aussieht. Ja, so sieht die aus. Das ist also alles aus Metall, das ist Aluminium, schätze ich, irgendwie eloxiert oder pulverbeschichtet. Das auch Aluminium. Dann haben wir hier ein Kännchen aus Borosilikatglas, ganz dünnes, feines Glas. Dann haben wir hier eine Silikonmatte, die verhindert, dass die Wärme aus dem heißen Gläschen dann an das Metallgestell hier abgegeben wird. Das ist auch Metall. Das ganze Gerät wiegt gute 2 Kilo ohne Befüllung. Und ist damit recht schwer. Verarbeitung ist tadellos. Wir haben sogar das hier aus Metall. Hier können wir den Filterauslass ein- und ausschalten, also ob Wasser laufen soll oder nicht. Und hier haben wir jetzt auch schon Kaffeemehl drin. Das ist der Filtereinsatz, den man rausnehmen kann. Der ist als einziges aus Kunststoff, aber ein sehr, sehr hochwertiger Kunststoff. Und hier haben wir auch noch, das hier ist auch aus Metall alles. Und ja, das ist jetzt also nicht vergleichbar. Der Filtereinsatz mit so etwas hier. Ne? Das kennen wir aus dem Supermarkt für 1,50 € von, das ist von Fackelmann. Nicht? Das ist also ganz dünnes, billiges Kunststoff. Das funktioniert natürlich auch tadellos. Ne? Keine Frage. Ne? Das habe ich so viele Jahre benutzt. Ne? Ja, also das Fassungsvermögen von diesem Kännchen sind etwa 800 Milliliter. Und da gehen wir dann mit 48 Gramm Pulver, gehe ich da rein. Also die Standardmischung 60 Gramm pro Liter sind bei 800 Millilitern 48 Gramm. Auf eine Akaya-Waage können wir das Ganze leider nicht stellen. Dafür ist die Konstruktion schon zu schwer, weil hat es schon 2 Kilo. Und mehr, das ist das Maximale, was die Akaya kann. So, ich messe das jetzt hier mal aus. Also die Höhe von dem ganzen Gerät sind 28 Zentimeter. Mit dem Filteraufsatz sind es 32. Also falls das einen interessiert, weil die Maße stehen nirgendwo. Und breit ist das Gerät, also grob geschätzt so 14 Zentimeter. Ne? Ja, und die Tiefe, naja, kann ich jetzt nur mal grob anmessen, sind auch ungefähr 14, weil das ist ja rund, also hat es ungefähr, das ist 14 mal 14, ne? Wenn es denn eckig wäre. Ich will das jetzt auch gleich mal zeigen, dafür muss das Wasser noch mal kurz aufheizen. Und dann werde ich mal Wasser durchschütten und das auch mal probieren. Das ist natürlich im Grunde ein ganz einfacher Handfilter. Der wird nicht wirklich anders schmecken als er. Aber ich vermute mal, dass das Wasser stärker, länger heiß bleibt, nicht so stark abkühlt, weil wir ja wie mit einem Porzellanfilter, weil er ja Kunststoff ist, nicht? Und weil wir auch dieses Silikon haben und weil wir eben anstatt Keramik ein Glaskännchen haben. Das ist eben jetzt das Interessante. So, ich hole jetzt einmal das heiße Wasser und dann werden wir das mal sehen, wie das funktioniert. So, das Wasser hat genau 96 Grad jetzt und jetzt fangen wir erst einmal das Blooming. Erstmal das Blooming. Wir machen also alles einmal etwas nass und lassen noch nichts durchlaufen. Machen das also so, wie das auch vorgesehen ist von Milita. Das ist ja das einzige Feature, was dieses Gerät im Grunde hat, dass man das abstellen kann. Man soll dann 20 Sekunden warten. Das machen wir jetzt. Und dann das Einschalten, dass das Wasser läuft. Und dann werden wir sehen. So. Und gut, das blumt jetzt auch. Um es mal zu zeigen, haben wir hier ein schönes Blooming. Es brodelt. So, und jetzt ist auch die Zeit rum. Und jetzt können wir auch anfangen. Gucken, dass wir das im Bild. Das ist der magische Moment. Wir drehen das jetzt auf. Und dann läuft es durch. Ja. Leider schlägt jetzt die Kanne und man kann das nicht so fein sehen. Aber ich glaube,
Man sieht, wie es läuft. Und jetzt muss natürlich hier oben gucken, dass ich da hier auch Gas gebe, damit wir hier ein gleichmäßiges Brühergebnis haben. So, ich habe jetzt genau 800 Milliliter jetzt in diese Kanne vorher abgemessen, damit wir hier die richtige Wassermenge haben. Ich habe als Filter genommen einen Milliliter Pullover Filter. Da waren auch ein paar davon dabei. Ja, man kommt auch noch, wenn man sich das registrieren lässt, glaube ich, zwei Päckchen Kaffee und eine Packung Filtertüten von Milliliter geschenkt. Ja, jetzt läuft das schön durch. Und ja, das wird schon heller, man sieht es. Sieht in der Kanne wirklich schön aus. Wenn es nicht beschlagen würde, wäre es noch schöner. Aber da kann natürlich niemand etwas dafür. Machen wir weiter. Und dann Second Brew. Jo, das dauert natürlich jetzt ein bisschen, bis das alles durchgelaufen ist. Es sind 800 Milliliter, sind also etwa sechs Tassen. Und ja, das ist dann Zeit, nochmal hier eine kleine Zigarette. Ja, also das entwickelt sich ganz gut hier. Dann werden wir das gleich probieren. Das ist im Moment mein Lieblingskaffee. Jetzt habe ich schon die Zigarette gesucht und habe sie in der linken Hand. Sind das die ersten Anzeichen für völligen geistigen Verfall oder nicht? Es wäre möglich. So. Das sieht ganz gut aus. Das ist mein Lieblingskaffee. Der kommt aus Heinsberg. Das ist eine Heimatregion von mir. Das liegt ungefähr, naja, weiß es nicht, 15 oder 20 Kilometer von hier. Und dieser Kaffee kommt von der Lebenshilfe. Das ist eine Behinderteneinrichtung. Und die haben eine kleine Rösterei. Und diesen Kaffee habe ich in einem anderen Video auch schon vorgestellt. Ich kann ihn wirklich empfehlen. Der ist nach längerem Probieren habe ich also feststellen können, dass er sehr nach Nuss schmeckt. Also das ist ein Haselnusskaffee. Das ist natürlich nichts keine künstliche Nussaroma, was da drin ist, weil das ist ja gar nicht mehr erlaubt. Sondern das ist, die Bohnen schmecken tatsächlich nach Nuss. Und so, Wasserkessel ist empty. Dann können wir das jetzt durchlaufen lassen. Und das Schöne bei diesem Tropfstoff ist natürlich auch, wenn das jetzt durchgelaufen ist, können wir das abdrehen. Und dann tropft das nicht mehr. Und dann können wir damit schön in Ruhe auch zum Mülleimer laufen, ohne dass wir die ganze Küche sehen, wo wir gelaufen sind, nicht? Wo diese Tropfspuren sind. Oder dass man dann irgendwo was drunter hält, möglichst die blanke Hand, dann verbrennt man sich die. Das ist mir alles auch schon passiert. Und dann müssen wir einen Lappen drunter halten, dann ist der Lappen zu dünn und von brennt sich trotzdem. Also das finde ich eine gute Sache, dieser Tropfstopp. Ob jetzt die Brühung besser wird, wenn man das beim Blumen zulässt oder ob man es offen lässt, das weiß ich nicht. Ich habe es noch nie probiert. Ich weiß jetzt der erste Versuch. Und das interessiert mich jetzt selber, ob es da wirklich einen Unterschied gibt. Es kann sein, dass die Extraktion dann etwas stärker ist, als wenn man das Deck durchlaufen lässt. Wir stauen hier praktisch 20 Sekunden das heiße Wasser in diesem Filterhalter, was wir ja einem solchen Filter hier nicht machen, weil der hat ja zwei Löcher und der läuft ja auch dann direkt durch, wenn sie es oben reinschütten. Ne? Da haben wir ja diese Geschichte nicht. So, das sieht jetzt ganz gut aus. Ich werde das jetzt hier abdrehen, damit das nicht weiter tropft. So, jetzt hat es auch aufgehört zu tropfen. Das funktioniert also wirklich einwandfrei. Hier oben dampft es noch. Wir sehen jetzt hier, wie das aufgeschüttet ist, sehr gleichmäßig. Das ist sehr ordentlich gemacht. Da muss ich mich mal selber loben. Das habe ich jetzt prima hinbekommen. Das klappt auch nicht immer so gut, aber diesmal ist es gelungen. Das ist jetzt unser Kaffee in einem Glaskännchen. Oh ja,
Ja, er sieht fantastisch aus. Also als Kaffeetrinker, da haben wir dann schon, habe ich dann schon die der Speichel, der sich im Mund so langsam bildet. So, da haben wir das fein aufgeschüttet. Schöne Kanne, da tropft nicht nach, nicht nichts. Und ja, das ist also von der Verarbeitung her ist dieses Gerät wirklich der oberste Benchmark, den man sich vorstellen kann. Also besser kann man eigentlich nicht verarbeiten. Das ist also wirklich ohne Ecken, ohne Kanten geschliffen, lackiert oder beziehungsweise ja, pulverbeschichtet oder eloxiert. Hier ist wirklich alles 100%. Also das ist Metallverarbeitung vom Allerfeinsten. Naja, das Ding kostet auch 200 Euro. Das ist natürlich eine Stange Geld für einen Halter, für einen Filterhalter, für ein Gestell und für eine Glaskanne. Ne? Das ist gar keine Frage. Ne? Braucht man das? Naja, nein, nicht wirklich. Es funktioniert natürlich mit dem hier wahrscheinlich genauso gut. Ne? Aber es ist etwas Edles, es sieht toll aus, es wertet auch die Küche auf. Wem es nicht gefällt, der sollte es sich auch nicht kaufen. Ja? Aber wem es gefällt, es erinnert mich vom Design ein bisschen an Dieter Rams. Wer das kennt, das ist ein Designer, oder ist immer noch, er ist noch immer unter den Lebenden. Ein Designer, der damals für die Firma Braun gearbeitet hat. Ne? Und an diesem Design hat sich auch die Firma Apple orientiert. Das machen die bis heute noch. Dass also im Prinzip fast alle Apple-Geräte vom Design her sehr stark an Dieter Braun erinnern. Was Steve Jobs auch zugegeben hat und sein Chefdesigner Jony Ive. Ja, und auch dieses Milita Amano erinnert ein wenig an Dieter Rams. Industriedesign, sehr schlicht, sehr funktional, aber zeitlos schön und in einer perfekten Verarbeitung, Formgebung und vor allen Dingen, man muss sagen, in einer Schlichtheit, die man im Grunde gar nicht mehr überbieten kann. Ja? Also, muss ich hier mal wirklich zu zeigen, schlicht und einfach elegant, schön, sauber verarbeitet und einfach, nicht? Also das ist etwas, nicht mit irgendwelchen tausend Knöpfen dran oder irgendwas kompliziert, sondern jeder sieht eigentlich sofort, wie das funktioniert. Hm? Filterhalter, auch schön hier, da haben wir hier einen Henkel, dass sie die Finger nicht verbrennen, der sitzt da sauber drin, der rastet da rein, der fällt da rein, der rutscht da rein wie, naja, als wäre das mit Vaseline geschmiert, aber das ist einfach so sauber verarbeitet. Ne? Da klappert nichts, da klackt nichts, ne? Das ist völlig lautlos. Ne? Und auch dieser Regler hier ist aus Metall und wenn Sie den einen, na, da kommt doch noch eine ganze Menge jetzt danach gelaufen, ne, was da noch drin war. Das ist Metall alles hier und da sind auch, das ist geschraubt, ja. Also es ist wirklich eine Augenweide, wenn ihr euch das anschauen wollt, ja, das ist ich habe sowas selten gesehen, also in dieser Qualität, da haben sich wirklich riesige Mühe gegeben. Das ist nicht mal eben so schnell entstanden, man schnell am Computer designt worden und dann geht das in den Metallbau und macht mal schnell, nicht? Und 10 Minuten später kommt der Arbeiter und sagt, ich habe fertig, weil da steckt wirklich Arbeit drin. Und insofern ist der Preis dann auch wieder in Ordnung. Zumal ihr immer auch sehen müsst, es ist eben halt erstens etwas Innovatives mit diesem verstellbaren Tropfstoff, zum Zweiten ein hochwertiges Material, eine perfekte Verarbeitung, eine tolle Idee, ein geniales Design und es ist eben natürlich kein Produkt, was sich millionenfach verkaufen lässt. Ja, das ist ein Hipster-Produkt, das ist was für... Ja, für Kaffeeverseuchte, für Verrückte, für Leute wie mich vielleicht. Ja, so. Ja, ich kenne diesen Kaffee natürlich jetzt schon etwas länger. Also er ist heißer als in einer Keramikkanne oder in einem Hario V60. Ja, ich habe eine Keramikkanne auch von Melitta und ich habe einen Hario V60. Und wenn ich den durchlaufen lasse, ohne jetzt den Filterhalter vorzuwärmen, dann ist er schon relativ kühl.
Das ist eigentlich okay, aber Sie müssen es auch schnell trinken. Das kann man dann nicht mehr ewig stehen lassen. Und ich habe den Kaffee eigentlich gerne immer etwas heiß, lasse ihn dann aber in der Tasse etwas abkühlen. Naja, ich muss jetzt ehrlich sagen, also es ist weniger Bitterstoff. Das merke ich schon. Ich hätte eigentlich das Gegenteil erwartet, dass der Bitterstoff etwas ansteigt, weil ich ja beim Blooming das Ganze etwas gestaut habe mit dem Wasser. 20 Sekunden zwar nur, aber immerhin. Und das ist ja bei einem deutschen Filter oder Keramikfilter Hario V60 nicht der Fall. Aber wir haben hier den gegenteiligen Effekt. Das ist, der Kaffee schmeckt etwas milder als im Hario oder auch im Milliliter-Filter. Okay, es ist jetzt auch ein anderes Filterpapier drin. Das kann auch der Grund sein, das Pour-Over-Papier, was ich normalerweise nicht verwende, weil es einfach zu teuer ist. Aber ich denke, für dieses Gerät ist das absolut angemessen und ich habe noch zwei Pakete davon. Ich habe das nur einmal oder zweimal ausprobiert und da habe ich bei einem normalen Milliliter mit Keramikkännchen keinen großen Unterschied gemerkt. Ja, insofern bin ich dann wieder auf dieses normale Milliliterpapier, dieses braune, ja, dieses Gourmet, ja, das ja auch schon etwas teurer ist wie das ganz billige. Jetzt ist das Pour-Over-Papier drin, das weiße, das hochwertige, das ist sehr teuer. Da kosten, glaube ich, 40 Tütchen oder wie heißt das, Filterchen, um die 5 Euro. Das ist viel Geld für Filterpapier. Aber naja, wenn man 200 Euro über hat für so ein solches Gerät, sollte man auch noch das Filterpapier sich leisten können. Ja, es ist etwas milder. Wir haben hier weniger Bitterstoffe. Der Kaffee ist absolut tadellos, ist absolut perfekt. Also man kann ihn eigentlich gar nicht besser machen. Es ist, es ist ein super Kaffee, dieser Heinsberger Kaffee. Ich werde ihn mit Sicherheit immer wieder kaufen, solange es ihn gibt. Und ich hoffe, es gibt ihn lange. Ich hoffe auch, dass die Qualität gleichbleibend ist. Das wird man ja sehen, ob er immer dieselben Bohnen bekommt. Es steht auch nicht drauf, wo die Bohnen herkommen. Das kann ich nicht sagen. Es steht nicht drauf. Aber es ist eine perfekte Mischung. Ein nussiger Kaffee, der wirklich all day funktioniert. Der auch außer diesem Nussaroma eigentlich nichts mitbringt. Der weder sauer noch bitter ist. Der also eine mittlere Röstung hat. Und sehr nah an einem absolut perfekten Kaffee ist. Nach meinem Dafürhalten. Und er ist jetzt mit dieser Elite Amano besonders gut gelungen. Also ich habe ihn heute Morgen noch getrunken in einer Kaffeemaschine, in einer De'Longhi Clessidra. Da ist er an und für sich auch völlig in Ordnung. Aber hier ist er jetzt einen ganzen Ticken besser noch. Ich habe ihn aber auch schon in einem Melitta-Kännchen gemacht, also in 1x4-Kännchen aus Porzellan. Da war er auch im Grunde nicht wirklich viel besser wie in einer Clessidra-Maschine. Hier ist er jetzt besser. Habe ihn auch schon im Hario V60 gemacht. Da war er ein Ticken besser wie in der Clessidra, aber nicht wirklich viel. Aber er war auch etwas bitterer. Aber das ist bei Hario meiner Meinung nach immer irgendwo, dass der Kaffee immer etwas kraftvoller wird. Was mir nicht wirklich so gefällt, ja, weil ich habe es eigentlich nicht so gerne. Hier haben wir eigentlich den typischen 1x4 und der ist für meinem Dafürhalten das Beste, was man machen kann. Also ich finde, das 1x4-System ist meiner Meinung nach dem Hario überlegen. Auch wenn die Leute etwas anderes behaupten. Ich finde für meinen Kaffee und meinen Geschmack das 1x4-System das Beste der Welt. Und es hat einen unschlagbaren Vorteil, auch wenn ihr das nicht gerne hört als Kaffee-Gourmets. Ihr könnt beim 1x4-System einfach auch, wenn ihr mal keine Lust habt zu mahlen oder eure Mühle ist kaputt oder ihr habt einfach keinen Bock, dann könnt ihr auch Supermarkt-Kaffee reintun. Das geht beim 1x4-Handbrühsystem. Beim Hario hat das bei mir nie richtig funktioniert. Er wurde immer sehr bitter. Oder ihr müsst weniger Pulver nehmen, aber das ist das auch etwas, was ich nicht so gerne mache. Ich reiche nicht gerne von der 60-Gramm-Regel ab. Insofern
haben wir hier mit diesem Amano, das ist, also das wird mein All-Day. Das werde ich jetzt immer verwenden, weil das war teuer und zum Rumstehen ist es zu schade. Und Möbel habe ich genug. Es sieht gut aus, aber das reicht nicht. Es wird auch benutzt. Es ist jetzt da und es funktioniert tadellos. Das ist ein absolut perfekter Kaffee. Also das haben wir wirklich gar keine Bitterstoffe mehr drin. Im Abgang auch überhaupt nichts Bitteres mehr drin. Und das Nussige kommt voll durch. Und der Kaffee ist mild und weich und lieblich. Ist absolut klasse. Besser geht es nicht mehr. Also, Melita Amano, ich kann es empfehlen. Natürlich ist es keine Weltrevolution. Alle halbe eine kleine. Ja, ich zeige es nochmal, damit ihr es von allen Seiten sehen könnt. Ich kann es empfehlen. Wer das schön findet, wem es gefällt, wer das Geld dafür übrig hat. Natürlich für jemanden, der es sich sauer erarbeiten muss, ja, und dafür Schulden machen muss, und dann lasst es sein. Ne? Aber wenn ihr das bezahlen könnt, wenn ihr euch das leisten könnt und vielleicht auch zum Verschenken für Hochzeitstage oder so, für, wenn ihr jemanden kennt, ihr wisst, der macht pour over, beschlägt meine Brille. Es ist nicht gerade kühl hier, schon nach 23 Grad, das ist für mich schon ziemlich viel. Wenn ihr jemanden kennt, der pour over macht, ist das natürlich ein absolut perfektes Geschenk. Ne? Aber sowas kauft man natürlich nicht, wenn es optisch nicht so wirklich zusagt. Das ist ein Gerät, was von der Optik lebt und naja, in diesem Sinne. Nicht? Also das muss einem gefallen, man muss den Platz dafür haben in der Küche. Das stellt man nicht einfach irgendwo hin, das stellt man irgendwo zentral, dass es auch jeder sehen kann. Und jeder, der reinkommt, wird sagen, was ist das denn, eine Kaffeemaschine? Ne? Dann könnt ihr sagen, ja, die geht ohne Strom. Ne? Die macht, das ist ein eingebauter Akku, der macht das Wasser warm und der macht auch selber den Kaffee rein. Ne? Der rührt auch selber um. Also das ist ein Handbrühsystem, was nicht unbedingt aussieht wie ein Handbrühsystem. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch, ich wünsche euch das Beste und vielleicht sieht man sich dann beim nächsten Mal. Also, ich werde jetzt mir noch einen genehmigen. Melita Amano, Heinsberger Kaffee. In diesem Sinne, ciao.